Ein vorweihnachtlicher Gruß und was mir immer besonders Freude macht, wenn ich mir was selber schenken kann. Und ich schenke mir etwas, was ich durchs Jahr gesammelt habe. Manchmal in bunten Zetteln, manchmal in weniger bunten Zetteln. Aber ich habe immer so ein Glas oder manchmal einen Topf aus Holz oder was auch immer. Aber immer wenn mir durchs Jahr hindurch etwas Schönes passiert, schreibe ich einen Zettel. Und das Wundervollste ist es dann, alles miteinander wieder auseinanderzunehmen und zu lesen. Und dann sehe ich, was ich für eine Dankbarkeit eigentlich habe. Und falls ich etwas vergessen hätte, das früher im Jahr passiert ist, werde ich so wieder daran erinnert. Und dann ist vielleicht die Jahresbilanz, sei es, wir machen es mit den Rauhnächten, Traditionen oder wie auch immer, aber plötzlich sind dann Ereignisse, die man vielleicht gerade im Tagesgeschehen als happy erachtet hat, aber längst schon wieder vergessen hat, weil es halt doch viel Trubel gibt oder viel Administratives, was man auch noch machen kann. Also jedenfalls ist das immer eine wunderschöne Erinnerung, diese gesammelten Zettel dann wieder auseinanderzunehmen. Und selbstverständlich würde ich euch empfehlen, macht doch das im nächsten Jahr selber. Ja, viel Spaß, eine schöne, stressfreie, friedliche Adventszeit. Eure Rita Fasel, die Augenfrau. Tschüss!